Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir sind in Moosbach City angekommen und werden uns wahrscheinlich dann gleich in die Arena begeben. Ben und Svenja, die Arenaleiter von Moosbach City, verfügen über sehr mysteriöse Kräfte. Diese Kräfte sind übernatürlichen Ursprungs, ähnlich wie jene der Psycho-Pokémon. Wenn du mal nicht weiter weißt, dann wende dich am besten an Ben und Svenja in der Arena. Ja. Psycho-Pokémon. Wir haben jetzt kein Geister-Pokémon oder so im Team, was natürlich dann besser geeignet wäre. Ich gucke trotzdem, ob wir es vielleicht mal so schaffen. Komm im Pokémon-Supermarkt, womit kann ich dienen? Ja, ich wollte mal erstmal schauen, hier ein paar Supertränke. Hypertrank haben wir noch einiges. Toptrank haben wir auch. Sehr schön. Kaufen können wir, glaube ich, noch. Riesenperle. Zwei Nuggets. So, Geld haben wir jetzt ein bisschen was wieder. Und dann würde ich sagen, ist das die Arena? Wir gehen mal rein. Ne, das ist nicht die Arena. Als ich noch jung war, bin ich als Geheimbasenmeister um die Welt gereist. Selbst jetzt, als alter Knabe, verspüre ich noch immer die gleiche Leidenschaft und Abenteuerlust wie damals. Deswegen warte ich auch sehnsüchtig darauf, dass sich hinter der Tür dort endlich eine Geheimbasis auftut. Jetzt vielleicht? Nein, jetzt. Immer noch nicht. Eines Tages, sagt ihr. Eines schönen Tages. Können wir da denn rein? Die scheint verschlossen zu sein. Dann wohl nicht. Wo ist denn hier wohl die Arena, ne? Da ist die Arena. Hey du da, Trainer, eine Superangel ist wirklich super. Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, du willst doch zu gerne auch so eine Angel haben, oder? Ja. Sicher, sicher. Schließlich ist eine Superangel super. Wir haben eine Superangel. Das finde ich super. Stehst du am Wasser, dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. So, Profi-Angel aufheben. Superangel einsetzen. Registrieren, wollte ich natürlich sagen. So, jetzt die Frage, kann man... Nee, da geht's ganz woanders hin. Oh, da liegt aber noch ein Item. Ein Beleber, sehr schön. Ich hoffe, das brauchen wir nicht in der Arena. Aber man weiß ja nie. Und jetzt habe ich gerade gesehen, da oben war die Arena. Das finde ich ganz hervorragend. Wir speichern. So, wir versuchen einfach erstmal mit unseren normalen Pokémon die Trash-Mobs, die Trash-Trainer, hätte ich fast gesagt, zu zermürben. Und da mal am Ende setzen wir Gardevoir ein, würde ich mal sagen. Und notfalls haben wir auch noch Voltenso, das hat eine Undichtattacke. Das ist mein Plan. Na, wie sieht's aus, Toxi? Auf dem Weg zum Champ? Die Arenaleiter hier setzen Psycho-Pokémon ein. Schickst du Kampf- oder Gift-Pokémon gegen sie in den Kampf, wird dein Team großen Schaden nehmen. Zusammen bilden die Arenaleiter ein gefährliches Duo, vor dem du dich in Acht nehmen solltest. Wenn du gewinnen willst, musst du ihnen beweisen, wie sehr du mit deinem Pokémon verbunden bist. Hals- und Beinbruch. Nein! Oh. Halt die Fresse! Ich wollte da gucken. Heiko war schon hier, das glaube ich einfach nicht. Kämpfe werden durch Willensstärke entschieden. Mit einem schwachen Willen kommt man nicht weit. Psycho-Urban. Kadabra.
Ja, unser Kapilz wird nicht viel machen. Es ist leider auch noch Typ Kampf. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir sind immerhin im Levelvorteil, deutlich im Levelvorteil. Und dann machen wir hier die Samenbomben. Rollentausch. Guck. So kann man auch als Ziel kommen. Aha, ja, man muss jetzt hier immer die Sachen umkehren. Spiel. Ich auch ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein, aber naja. Es ist einfach ein erhebendes Gefühl, wenn man in dieser Arena plötzlich durch die Lüfte schwebt. Ich weiß ja nicht. Ja, machen wir mal auch wieder Samenbombe. Sehr schön. Meditalis. Ne, wir wechseln auf Pilipper. Und dann machen wir nämlich mal hier Fliegen. Tja. Kannst du nichts machen. Und da ist Pilipper auch schon wieder ein Level up. Läuft gut bisher. So, wir machen mal unser Team, tauschen wir mal ein bisschen. Obwohl eigentlich ist Gardevoir ganz gut gerade. Nee, wir lassen das mal so. Gehen wir hier rum. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ja, gut. Psychoxava. Lepumentas. Oh. Lepumentas. Ja, ich bleib mal bei meiner Taktik. Serverkapilz eigentlich ganz gut. Logok ist ja auch wieder ein Level-Up, das haben wir gern. Starmie. Nö, kämpfen wir weiter. Auch Starmie kriegen wir ja wohl locker kaputt mit Kapilz. Jetzt machen wir mal hier ausnahmsweise einen Megasauger. Ich hasse Verwirrung. Schön, dass es trotzdem trifft. Das machen wir direkt nochmal. Und einmal noch. Oh, was für ein nervtötender Kampf schon wieder. Absolutes Hass-Pokémon, ey. So, weißt du was? Jetzt machen wir hier Samenbomben. Jetzt warte ich da nicht drauf. Mann, ey.
Was ist Dami für ein scheiß Pokémon? Jetzt setzt es wieder Genesung ein. Geh mir doch nicht auf den Sack mit deiner Scheiße. Oh, bitte töte es. Danke. Oh, ich hasse solche Pokémon. Ätztrainer. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Beutel. Einmal einen Supertrank für Kapilz, nur um sicher zu gehen, wir sind ja schließlich in der Arena. So, geht's jetzt hier weiter? Bei dir habe ich eine ganz ungute Vorahnung. Ja, ich mag dich auch nicht. Hexe Walburga. Palim Palim. Ja, komm, nehmen wir auch eine Samenbombe. Sehr schön. So, kommen wir jetzt mal langsam da zu den Leitern. Ja und nein. Das ist echt immer anstrengend, weil man erst irgendwie 10 Trainer besiegen muss, bevor man die auf die Arena-Leiter trifft. Das ist einfach nur in die Länge ziehen, meines Erachtens. Girafarik. Nö. Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Bei ihm waren wir ja schon, ne? Jetzt sind wir wieder am Anfang, aber jetzt müssten wir eigentlich hier durchkommen, oder? Ja, das sieht gut aus. Okay, auf geht's! Hehehe, na bist du überrascht? Hihihi, na bist du überrascht? Ja, hier gibt es wirklich 2 Arena-Leiter. Das ist meine Zwillingsschwester, beziehungsweise mein Zwillingsbruder. Wir wissen immer genau, was der andere gerade denkt. Das nennt man Gedankenübertragung. Glaubst du etwa, du könntest dieses Duo so mir nichts, dir nichts spalten? Let's go. Ich glaube schon, dass ich das schaffe. Lunastein und Sonnenfell. Mehr nicht. 2 Pokémon. Okay, schauen wir mal. Kapilz, mach mal eine Samenbombe auf Lunastein. Und du machst einmal einen Spukball auf Sonnenfell. Gepilz Level 52, das ist schon mal nice. Geradax ist auch jetzt Level 50. Ah.
Das war jetzt ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Ich schätze, die härteste Arena kommt erst noch. Sind wir etwa doch kein so gutes Team? Oh, das gab gut Geld. Du hast es geschafft, dieses Duo zu spalten. Deswegen müssen wir dir das hier geben. Ein Orden. Haben wir jetzt... Einer fehlt, glaube ich, da noch, ne? Der Mentalorden. Die Mentalorden gehorchen dir alle Pokémon bis einschließlich Level 80. Selbst solche, die du per Tausch erhalten hast. Dank ihm kannst du jetzt die VM-Attacke Taucher auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, das ist auch noch für dich. Gedankengut. Gedankengut kann sehr hilfreich sein. Pokémon finden damit innere Ruhe und können sich danach besser konzentrieren. Das erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung des Pokémon, das sie einsetzt. Sie ist wie gemacht für Psycho-Pokémon. Der Zusammenhalt zwischen deinem Team und dir war eindeutig stärker als das Band zwischen uns. Und das, obwohl wir Zwillinge sind. Ich sage voraus, dass du in Zukunft noch viele weitere wertvolle Freundschaften schließen wirst. Euch stehen sicher auch noch viele weitere Prüfungen bevor, aber kein Grund zur Sorge. Wenn ihr zusammenhaltet, ist keiner von euch alleine, weder du noch deine Pokémon. Nehmt all euren Mut zusammen und haltet zueinander, dann könnt ihr alle Pokémon aus dem Weg räumen. So. Wow, du bist erstaunlich. Du bist ein großartiger Trainer. Dankeschön. So. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. Da passiert irgendwas. Was geht hier vor sich? Da am Meer, da kommt eine Säule aus Licht aus dem Meer. Schau nur da drüben, was passiert da in Richtung Route 128? Auweia, sowas Verrücktes, einfach unglaublich. Uah, hier, Hilfe, das ist das Ende der Welt. Alles in Ordnung, Nico? Nur keine Panik, es wird alles gut. Nico! Uff, ich bin total starr vor Schreck. Was war das eben für ein grelles Licht? Es kam aus der Tiefe, stimmt's? Troy? Toxi. Ben und Svenja haben mich wissen lassen, dass du bei ihnen in der Arena warst. Ich wollte dir eigentlich einen Besuch abstatten, wenn du schon in der Gegend bist, aber dann ist diese Sache passiert. Verstehe. Komm erstmal mit zu mir nach Hause. Das ist mein bescheidenes Zuhause. Ja, ich weiß, es ist recht leer und versprüht nicht gerade viel Charme. Deshalb habe ich auch nur selten Besuch. Aber lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Halten wir noch mal ganz genau fest, was hier eigentlich vorgefallen ist. Dieser Erdschuss eben und dann auch dieser ohrenbetäubende Lärm. Das sind zwei eindeutige Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen wurde. In einer seit langem versiegelten Höhle am Meeresgrund nahe Route 128 ruht ein urzeitliches Pokémon. Das Siegel am Eingang zu dieser Tiefseehöhle entstand mit Hilfe der Kraft eines bestimmten Pokémon. Doch durch die Arglist einer Gruppe von Schurken scheint der Bann des Siegels nun auch gebrochen zu sein. Worauf die Schufte es abgesehen haben, liegt auf der Hand. Sie wollen das urzeitliche Pokémon erwecken und seine Kräfte für ihre eigenen Schandtaten missbrauchen. Toxi. Geraten das urzeitliche Pokémon und seine besonderen Kräfte in die Hände dieser Gauner, würde das natürliche Gleichgewicht der Welt gestört. Unser Planet und alles Leben darauf wären somit unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Es ist meine Pflicht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das drohende Unheil abzuwenden. Doch allein bin ich nicht stark genug. Deshalb möchte ich dich bitten, gemeinsam mit mir gegen die Schurken von Team Aqua und Team Magma zu kämpfen. Legen wir ihnen ein für alle Mal das Handwerk. Noch besteht ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass wir diese auf den ersten Blick aussichtslose Situation unbeschadet überstehen. Das hier möchte ich dir anvertrauen. Ich wusste das. Das brauchen wir selbstverständlich. Vom Taucher lässt sich in Begleitung eines Pokémon bis auf den Meeresgrund hinabtauchen. Und damit du auch dort an der Seite deines Pokémon bleiben kannst, gebe ich dir noch das hier. Ein Devon-Atemgerät. Devon-Atemgeräte, okay. Setze die vom Taucher irgendwo auf Route 128 ein. Von dort aus solltest du zum Eingang der Tiefseehöhle gelangen können. Sobald ich meine Aufgabe erledigt habe, folge ich dir. Halte du bitte so lange Team Aqua und Team Magma in Schach. Ich verlasse mich auf dich. Ah! Ja, so langsam geht's hier richtig ab. Aber
Was jetzt in der nächsten Folge passiert, das sparen wir uns noch auf. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Diese Folge ist nun zu Ende. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.